Es war NATO-Gipfel und alle reden über die USA, über Donald Trump. Wir wollen über diesen NATO-Gipfel reden. Klaus Olshausen ist im Studio. Herzlich willkommen in dieser Sendung, Herr Olshausen. Die NATO ohne die USA wäre überhaupt kein Militärbündnis mehr, wäre nur eine Existenz. Kann man das sagen? Die NATO wäre nicht existent ohne eine amerikanische Macht in Europa. Europa mit Amerika als europäische Macht, das war immer die Aussage. Das müssen wir erhalten, weil wir als Europäer, aber auch die Amerikaner, gegen die beiden anderen großen Mächte Russland und China getrennt immer schlechter aussehen. Und deswegen ist es eigentlich richtig, dass Donald Trump sich so auf die Brust klopft und sagt, also erstens, wir sind wichtig, ihr müsst uns folgen, wir geben das meiste Geld aus und ihr müsst jetzt auch ein bisschen mehr dafür tun, dass wir wichtig bleiben. Und das macht er natürlich ein bisschen drastisch, aber die Tatsache, dass die Europäer eine größere Leistung in der Allianz und auch über die EU erbringen müssen, das ist ja schon seit mehreren Jahrzehnten der Fall. Also spätestens seit 1999, als man sich auf den Weg machte in der EU mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wusste man, wir müssen mehr bringen. Und das hat man noch nicht so richtig gemacht. Und wenn denn die Aussagen von Herrn Trump oder auch das erratische Verhalten manchmal von Herrn Trump und manche Unsicherheit, die er geschaffen hat, dazu führen, dass die Europäer sich mehr anstrengen, wäre es ja ein Vorteil. Emmanuel Macron will ja auch, dass die Europäer sich mehr anstrengen, dass es also mehr Europa in der NATO gibt. Oder wo genau will er hin? Er hat ja ziemlich heftig interveniert. Also ihm hat natürlich akut geärgert, dass die Amerikaner aus Syrien raus sind, ohne abzustimmen, dass die Türken in Nordsyrien einmarschiert sind, ohne darüber gesprochen zu haben. Das ist sozusagen der Konsultationsmangel, den er beklagt. Und das Zweite, was er beklagt, ist, dass wir uns klar werden, die NATO, sich klar werden muss, wer denn die Bedrohung ist, wie sie aussieht, wer ist unser Feind. Und da ist er eindeutig, für ihn ist der Feind der transnationale Terror. Und die anderen sind Bedrohung, Nachbarn und manchmal Partner. Und da ist in der Abschlusserklärung heute ja auch eigentlich sowas in Richtung Emmanuel Macron passiert, oder? Wie würden Sie das lesen? Ja, also in jedem Fall wissen alle, dass offensichtlich Bedarf besteht, über das strategische Konzept von 2010, was ja immer noch gilt, hinaus weiterzudenken, wie die Welt sich hier verändert hat. Also, dass China ein Player ist mit drei Seidenstraßen, mit Weltraum und militärischer Aufrüstung, ist inzwischen allen klar. Welche Bedeutung das für den Zusammenhalt NATO, Europäer und USA im Pazifik zum Beispiel bedeutet, ist nicht definiert. Das wird jetzt wohl beginnen, wie man das macht. Ein Faktum ist, dass wenn ein amerikanischer Flugzeugträger von China angegriffen wird, was sie ja behaupten, sie können das, wenn die das täten, das wäre ein Artikel 5-Fall. Ein Beistandsfall. Weil es natürlich, weil wir das nicht mehr an Territorien festmachen, sondern an Menschen des Landes, was zu unserem Bündnis gehört. Aber dieses Nachdenken über eine neue Strategie, das soll jetzt ja auch so ein bisschen ausgelagert werden, eben auch in diese Expertengruppe, so ein bisschen wolkig formuliert. Ist das der richtige Weg? Also, der Generalsekretär hat ja den Auftrag. Und er wird jetzt sicher gucken, wie er seine eigenen Inhouse-Fähigkeiten, also das, was er selber hat, und wie er auswärtige Experten dazu nimmt. Es gab früher eine Quad von Sicherheitsinstituten in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und England. Die haben sich zusammengesetzt. Damals ging es um Nuklearstrategie. Und die haben viele Beiträge für die Allianz geschaffen, auf der dann gemeinsam diskutiert werden konnte. Es muss ja erstmal ein Tableau her. Worüber reden wir denn im Einzelnen? Was ist denn das Praktische, also was wir erfüllen müssen? Werden. Und das kann man in-house machen. Ja. Und da kann man Experten natürlich heranziehen. Dann wollen wir gucken, wie es weitergeht mit der NATO. Für heute herzlichen Dank für die Einordnung, für die Analyse. Dankeschön.